Die Fuck-Up-Stories sind zurück. Und zwar jetzt nicht mehr nur online, sondern live, unter freiem Himmel und mit Publikum. In vier Abschnitten erzählen Unternehmer dabei von ihren beruflichen Rückschlägen. Fuck-Up-Stories sind Geschichten übers Scheitern, die das Scheitern selber auch salonfähig machen, indem man sich voneinander erzählt, wie man da durchgekommen ist, was man daraus gelernt hat, und es macht gleichzeitig auch Mut. Diesmal lautet das Thema Social Entrepreneurship und das bedeutet Folgendes. Für mich ist das Ganze unternehmerisches Denken und Handeln, aber nicht ganz normal, sondern mit einem ganz bestimmten Ziel, und zwar dem Wohle der Gesellschaft, das völlig in den Vordergrund steht. Zu den Rednern gehören Elke Mingers und André Beckers, die Gründer des Aachener Café Live, eines Projekts der Lebenshilfe Aachen. Dieses beschäftigt Menschen mit und ohne Behinderung. Also ich arbeite in einem sozialen Unternehmen, weil es mir unheimlich Spaß macht, Menschen in die richtigen Positionen zu bringen und Träume damit zu erfüllen. Das Konzept des Café Live fand zunächst großen Anklang, doch dann blieben die Gäste aus. Also stellten die Unternehmer auf einen Catering-Service um und begannen mit dem Betrieb von Kantinen. Das zuvor aufgebaute Netzwerk war hierbei hilfreich. So erhielten Menschen mit Behinderung in Mixteams Einzug in die Mensen mehrerer großer Unternehmen. So zum Beispiel auch in verschiedenen Kantinen des Bistums Aachen. Ein Vorbild gelebter Inklusion. Der Grund, warum wir weitergemacht haben, ist wirklich ganz klar für die Menschen. Das heißt, wir haben den Auftrag, für die Menschen personenzentrierte Arbeitsplätze zu schaffen. Und das war die Hauptmotivation. Da muss man keinen Unternehmen fragen. Alle haben mitgezogen an einem Strang und gemeinsam haben wir weitergemacht. Geschichten des Scheiterns und der Lernprozesse führen also zu Veränderung. Sie bergen das Potenzial für einen Gedankenanstoß. So vielleicht auch im Veränderungsprozess heute bei dir. Kirche kann lernen zu scheitern und aufzustehen, darüber zu sprechen und zwar öffentlich. Das heißt, die Kommunikation über die eigenen Projekte und Fehlschläge in die Öffentlichkeit hineinzutragen, bedeutet auch Souveränität zu zeigen. Die Fuck-Up-Stories sind eine Kooperation verschiedener Partner. Die nächste Edition zur Hochschule findet am 1. Dezember statt.